Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind jetzt hier immer noch auf dem Marktplätzle. Und als nächstes haben wir trifft Baronin Lavalette und vorhieß beim Anwesen der Wegelboots. Und das machen wir auch gleich mal als nächstes. Müssen wir da nochmal ganz hin? Das war weiter weg, ne? Ja, hier. Okay, dahin. Und dann darüber, ne? Ja, machen wir so. So, hier ist auch schon direkt der Wegweiser. Perfekt. Und dann reisen wir mal ganz schnell darüber. Fort Weißer Adler. Das... Ist das das, wo der Felstroll war? Ich glaube schon, ne? Gucken wir mal. So, ja, das war tatsächlich hier. Okay, cool. Alles klar, dann gehen wir da mal schnell hin. Ich hole mal Plötze gerade. Da hinten ist sie. Beweg dich. So. Und los geht's. So, wir haben ja rechts auch noch... Oh, einen Banditen. Ich wollte erst sagen ertrunken, aber das ist nicht der Fall gewesen. Warum hat er denn jetzt sein Schwert nicht ausgerüstet? Versteht keiner. So. Das waren die. Da drüben ist ein weiterer. Na, dann probier das ruhig mal. So. Direkt geköpft. Sehr gut. So. Das waren die Bandidoth. Ich weiß jetzt leider nicht, ob links oder rechts das... Ich glaube, ich habe eben kurz mit dem Eisenschwert gegen die gekämpft. Weil ich die Taste verwechselt habe. Egal. Sind da trotzdem draufgegangen. So. 600 Fuß haben wir noch. Und dann bin ich mal gespannt, was wir als letztes über Rittersporns Aufenthalt erfahren. Und das ist ja auch die, ich sag mal, der längste Questpart von der Quest. Also... Der längste Part, wo wir... jemanden befragen müssen. Oh, ein Basilisk Level 77. Eher nicht so cool. Ciao, Basilisk. Ja, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu stark. Wir sehen uns nochmal irgendwann, ne? So ist's gut. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Hä, wo ist er denn? Ja. Keine Ahnung. Verschwunden. Ist auch egal. Wir können ihn eh nicht killen. So. Oh, hier sind Wildpferde. Hallo. Guten Tag. Na? Hallo. Oh, schön. Mit der Musik. Es passt sehr gut hier alles zueinander. Und hier sind wir beim Anwesen der Wegelboots. Alter, das sieht ja geil aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das sieht echt schön aus. Treib dich hier nicht rum. Ja, okay. Dann gehe ich wieder. Schön, Alter. Das sieht echt schön aus. So, wo müssen wir hin? Da drüben. Verflucht. Da sehe ich sie doch schon. Da ist die Baronin. Lavalette. Dieser Duft von frisch gekürztem Rasen. Hallöchen. Das sind nicht alle so. Diese Rennen sind ein Privileg der Reichen. Manche Reiche sind viel zu sehr mit ihrem Vermögen beschäftigt, um eine solche Ablenkung wertzuschätzen. Glücklicherweise zählst du nicht dazu, meine Liebe. Ja, ist ja gut jetzt. Ich will die jetzt nicht unterbrechen. So, können wir jetzt reden? Sehr gut. So sehen wir uns wieder, Hexer. Ja, ich habe den Weg gefunden. Aber ein so großes Anwesen ist auch schwer zu verfehlen. Das stimmt wohl. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plätze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kar hier gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden.
Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrut. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ein salutierendes Pferd. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanie. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Okay. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen auch schön, ich versuche, nicht runterzufallen. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Ja, könnten wir eigentlich machen, aber eigentlich brauchen wir den noch nicht, weil der bringt nur ein bisschen mehr Ausdauer. Und ich finde, wir haben genug Ausdauer für Plötze. Ja, machen wir, sagen wir mal nein. Über die Sache mit Molly klären. Na gut, ich werde nicht drauf bestehen. Die hübsche Dame dort, das ist Molly. Rede mit ihr. Die Baronin und ich sie ist also schon da. Du kannst später gern mit uns nach Novigrad zurückreiten. Vielleicht ein andern Mal, Morvran. Machen wir einen anderen Mann rennen. Ich muss ja auch nicht immer alles annehmen. Sonst sage ich ja immer zu einem Jahr, los geht's. Muss ich ja nicht bei jedem machen. Würde ich sagen, machen wir das vielleicht bei einem anderen Mal. Hallo, komm ich hier bitte durch? So, jetzt. Hallo, Molly. Na? Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Das ist korrekt. Also entweder wir können jetzt für ihn lügen und sagen, ja, wenn er nicht wäre, ich mach mal das hier, weil der kriegt genug Frauen ab, dann können wir ihm die jetzt auch mal schlecht reden. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Ich gehe mal direkt auf das mit der Schwester ein. Ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich habe sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete. Könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen? Vielleicht eine Bardin? Ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Ja. Wir fragen das auch nochmal. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber
Seitdem ist er weg. Ja, da hat er wahrscheinlich die Bade dann mitgenommen und hat das dann mit der anderen Dame gemacht. Warte. Würde ich mal so schätzen. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Ritter Sporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Ja, danke, Molly. Die ist doch nett. Und ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen zurückgeblieben, aber schon ein kleines bisschen. Moment. Berate dich mit Soltan. Kehre allein oder mit Vorhis und Baronin Lavalette nach Novigrad zurück. Ach komm, dann machen wir jetzt mal mit denen, weil ich glaube, dann sparen wir uns den Weg. Dann machen wir das mal lieber so. So. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja, schon. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Genau das war auch mein Gedanke. Alles klar, wir sind da. Sehr gut. Also haben wir uns erfolgreich den Weg gespart. Ich mag die Musik auch so gerne von Witcher. Die passt sehr gut zum gesamten Setting. Das gefällt mir sehr gut. So. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Ja, der kommt eigentlich... Also jetzt kommt er mir tatsächlich recht nett vor. Vom Markt mitgebracht. Moment, mit dem nochmal quatschen. Geralt, was kann ich für dich tun? Wir fragen ihn mal. Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Oh, krass. Was hat dein Vater damit zu tun? Er ist der Sohn seines Vaters. Hätte ich nicht gedacht. Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Okay. Mach's gut. Da bin ich ja nicht so für. Also wir sind zwar nicht der wirkliche Vater von... Okay. Missgeburt. Grüße von meiner Mama. Alles klar. Ja, wir sind zwar nicht der Originalvater, quasi, sondern nur der Ziehvater, aber ich glaube, das gefällt mir nicht ganz so gut, dass die einfach so, ja, also dass hier der Kaiser einfach so sagt, so, ja, Ciri, du kriegst jetzt hier so irgendeinen Heini, den kannst du heiraten und dann kannst du Kaiserin werden. Ich glaube, das wird Ciri auch nicht gefallen. Ich glaube, sie mag auch dieses Rumgereise. Wo wem läufst du denn weg? Was machst du? Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal direkt zu Soltan und dann können wir uns einmal mit dem beschnacken. Was der so zu der ganzen Sache zu sagen hat, was wir rausgefunden haben. Hi. Geht so. Gibt bessere. So, Soltan, wo bist du? Hast du den alten Sultan vermisst, Käuzchen? Oh. Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Sag mal, lecker? Cracker. Scheint nicht zu klappen. Schade. Na gut, Sultan, was geht? Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Feldmarschall Dudas Ersatz? Aber Duda war ein Papagei, das weißt du doch noch. Wo hast du die hierher? Von einer Versteigerung. Das Haus eines Magiers kam unter den Hammer. Die Hexenjäger und das ewige Feuer haben sich zusammengetan, das Anwesen überwacht und den armen Schlucker mitgenommen. Seine Sachen wurden verkauft. Bin zufällig vorbeigekommen und hab die Eule gesehen. Mit eigenem Käfig. Wie hättest du da widerstehen können?
konnte ich nicht, war unmöglich. Aber jetzt geht's um Rittersporn. Das stimmt. Und wie steht's? Viel erfahren? Ein bisschen. Mach aber du mal Sag zuerst. Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Ist bei mir auch nicht wirklich anders gewesen, bis auf eine. Ich denke, ich hab was Besseres. Worauf wartest du noch? Leg schon los! Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Priscilla, natürlich. Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Rittersporn verliebt? So richtig verliebt? Oh ja. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Na, da bin ich noch nicht so überzeugt von, ob das so was Gutes ist. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da auch direkt mal hin. Ich habe nämlich jetzt Lust, die Quest weiterzumachen. Die macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Macht sehr viel Spaß. Ich will jetzt echt wissen, wie es weitergeht. Deswegen gehen wir da jetzt auch direkt hin, wie schon gesagt. Und hallo Zwerg. Na? Ja, schlimm, ne? Ja, und dann würde ich mich dann eventuell in dieser Folge mal auch nochmal um die Färbemittel kümmern, wo man die herkriegt. Und ja. Hä? Hä, was denn mit euch los? Ist doch gar nichts passiert. Ja, Schnauze jetzt. So. Hier können wir rein. Hallo. Schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Das ist sie wohl. Na, geht's los? Oh, das ist doch der Typ, den wir getroffen haben, oder? Der eben? Dem wir geholfen haben bei dem, bei der Eskorte. Ich glaube, das war der. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen so wieder in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser Schicksals wäre. Aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süße Flieder. Im Traum seh ich Rabenschwarz.
mich in den Schneesturm, um dein stures Herz abermals aufzuspüren. Den meinte ich. Das ist der, hundertprozentig. Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen auf. Das ist mal so ein bisschen abgehackt, ne? Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Bisschen sehr abgehackt immer nach den einzelnen Zeilen, leider. Aber sonst sehr schön. Und ich glaube, wortwörtlich aus dem, also nicht wortwörtlich, aber aus dem Englischen übersetzt und dementsprechend leider auch keine Reime. Aber trotzdem schön. Gut gesungen auf jeden Fall. Könnte ich nicht so gut. Da klatschen wir auch mal ein bisschen. Das wäre echt nicht schlecht. Super, super. Okay, gut. Genug geklatscht. Mich? Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Ach, das ist... Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägerei. Das ist doch die von der... Dings aus Weißgarten, ne? Die... Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Okay. Ich will Musik. Das ist hören. Die von der... Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Wie, von der Dings, die da... Wo kam... Die war aus Weißgarten, aus der... Darf ich vorstellen? Das ist auf, aus Weißgarten auf jeden Fall. Auch bekannt als Kalonetta. Kommt grad nicht drauf. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Bitte? Nicht hier. Kommt mit. Ah, okay. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay, wir fragen mal aus. Wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Okay. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein.
Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Okay. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Na gut, das klingt sehr nach Rittersporn. Der Versuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Okay. Sieht aus, als müsste ich Rittersporn retten. Mal wieder. Hoffentlich übersteht Rittersporn die Sache lebend. Machen wir mal so. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Das ist schon wohl, dass Rittersporn nicht ganz so... Ich geh wieder ins Rosmarin. Ja, mach das mal. Ja, soll dann geh einfach. Rede nicht, mach. So, und wir gehen jetzt einmal ganz kurz raus. Quest abgeschlossen. Stufe 13, nice. Cool, wir sind noch eine Stufe höher. Finde ich sehr gut. Und stelle ich mich mal hier so hin. Und, Alter, 720 Erfahrungspunkte. Ja gut, aber das war auch, das war aber auch eine sehr lange Quest, muss ich ja mal zugestehen. Und, ja, das war ein sehr schönes Lied, was sie da gesungen hat. Nur, das habe ich ja, glaube ich, eben schon gesagt, es war halt leider in Deutsch übersetzt, dementsprechend keine Reime. Und es war auch ein bisschen abgehackt, die einzelnen, Lines von dem Lied. Aber ansonsten war das eigentlich ganz schön inszeniert. Und ja, wir haben jetzt einiges rausgefunden und dann sprechen wir mit Sigi Räufen in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dann!